Jetzt? Ja, du kannst ja, nachmoderieren. Ja, unsere Felder, ne, die müssen jetzt wieder gegossen werden. Jetzt habe ich mich eingedrenscht wegen dir, weil ich voll in Panik das Glas weggestellt habe. So, und ja, ich fange dann hier schon mal an, ne, und so, guck mal, die Goji, ich hatte nicht mal das Bild offen. Mann, das ist mein Fuß nass. Mein Schreibtisch auch. Oh, die Dame ist nass? Mhm. Mann. So. Das war die Revanche von letzter Folge. Kannst mich mal. Blöd, Mann. Hä? Hab ich wohl auf Aufnahme geklickt? Ja. Ah, schade. Oh, ist aber sehr ungünstig, was? Ja, schon ein bisschen. Schadenfreude ist eine schöne Freude, was? Ja, aber nicht, wenn sie andere haben wegen mir. Tja. Es gibt Tage, da verliert man, es gibt Tage, da gewinnen die anderen Ski. Ja, ja. Wir haben kein Geld. Komisch, so geht's mir im richtigen Leben auch immer. Ja, mir auch. Sitze ich auch immer zu Hause, nachdem ich meine ganze Länderei gegossen habe und denke mir, hab kein Geld. Ja, ich denke es nur, wenn ich meinen Privatchat anschaue. Der vor der Aufnahme noch gelandet ist, wie ich gehört habe. So. Eventuell kriegen wir es hin, nicht genug Geld, dass wir in diese Folge noch einmal die Kühe ernten, weil die brauchen noch 16 Minuten. 16 Minuten. 16 Minuten. Ich mach Lichter. Okay. Nein! Oh, ja, ich mach Lichter falsch. Wie war das noch mit, wir holen uns neues Land? Ja, ich sehe gerade, wie in 20er, 30er Abständen die Diamanten verschwinden. Ich krieg die, ich habe nur den einen Weg hier fertig gemacht. Ich krieg die Lampen hier nicht mehr weg. Tja, das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich, was? Ah, Gartenlichter, nee. Haha. Nicht fertig, Talhaus. Stall. Toll. So. Sollte man einen Stall bauen, wenn man eine Scheune bauen kann, weil eine Scheune noch sinnvoll ist. Okay, manche Sachen sind einfach übertrieben teuer. Was? Niemals. Eine Steinbank für 70 Diamanten? Das scheint eigentlich ernten und außerdem ernte ich doch jetzt. Ah, nee, doch nicht. Falscher Baum. Ja, gut, das kann schon mal passieren. Was ist denn das? Ah ja, nächstes. Oh. Eisenbahnschiene. Ich möchte Züge bauen. Ich möchte einen internen Gütertransfer haben. Ha, Kopfjunge. Die Korallen sind doch nicht für jedes. Das wollte ich schon Semester sagen. Für jede Jahreszeit. Naja, Semester hätte nicht gepasst, wäre ein Halbjahr, aber gut. So, ich kann wieder Pusteblumen verkaufen. Klapp. Oh, und Nüsse. Marmelade. Ja, Nüsse habe ich auch gerade verkauft. Ah, okay. Nüsse, Pusteblumen und Früchte. Kaktus! Ich fühle mich gerade so sinnlos. Ich möchte irgendwas tun. Du atmest doch schon. Oh. Wir haben die Birnen fertig von der Quest. Hey. Wann gibt's eigentlich die blöden gelben Zwiebeln? Oh, wir können auch Sonnenblumen machen. Gelbe Zwiebeln gab's immer, außer im Winter. Ach, okay. Ach ja, stimmt. Aber die brauchen halt 3,5 Stunden. Ach so, ach ja, das ja erklärt, warum wir das zum Schluss machen. Ich habe gerade eine Idee. Ich
Ich sehe da nicht, nichts Gutes. Was mache ich denn da? Ich glaube, das hier. Zack. Zack. Oh Gott, ich sehe nicht was. Ich dachte, wir wollen sparen. Oh, wir sparen. Keine Sorge. Auf eine andere Art und Weise. Und auch nicht sofort. Aber wir werden sparen. Glaub es mir. Ja, okay. Mach deinen eigenen Kram! Jetzt hat er den Verstand verloren. Alles klar. Dann bin ich mal weg hier. Der Brunnen ist fertig. Ui. Oh Mann, ich habe wieder einen tollen... Ich habe wieder einen vollen Tank. Einen tollen Fang. Einen tollen Tank? Nee, ich wollte tollen Fang sagen. Tollen Fang? Ja. Mein schlaues Buch kann ich wieder zumachen. Buchala. So, der muss noch mal einen länger. Dann machen wir so. So, was haben wir denn hier? Einen Anglerfisch. Machst du gerade deinen japanischen Garten weiter? Mhm. Ui. Beziehungsweise meinen Fischgarten. Aber ich glaube, ich setze das hier nochmal um. Und mache dafür... Ja, das ist komplett Geld wieder weg. Ich bleib bei den Kirschbäumen. Also da habe ich... Achso, ich kann bestimmt wieder angeln. Ja, es lebt! Wir meinen aber jetzt diese Gegend da hinten. Oh, alles voll. Ja. Die ganze Luft ist voll, Alter. Oh Gott, hast du da Bienenstöcke hingemacht? Nein. Kriegt man aus Bienenstöcken... Guck mal, Diamanten aus. Hä? Und wir haben nur noch 177. Oh mein Gott. Man merkt genau, welche Teile von mir gemacht sind. Wieso? Ach du, ich weiß ja nicht. Du meinst, weil bei dir noch so ein paar Blümchen mit drin sind und ein paar Bäumchen. Ja. Und bei mir einfach industrielle Großproduktion. Weißt du, ich mache hier da drüben ganz hübsch meinen japanischen Garten mit Deko. Ich muss aber sagen, das hat auch was. Also die Luft ist erfüllt von einem frohen Summen. Weißt du, die Bienen sterben aus, Chi, und ich tue etwas für diese Spezies. Hm. Ich halte sie am Leben. Ich gebe ihnen zu Hause, ich gebe ihnen Nahrungsgrundlage, ich gebe ihnen eine unbeschwerte Zukunft und ich werde dafür kritisiert. Das finde ich so nicht richtig. Ich kaufe jetzt weißen Hibiskus. Außerdem kriegen wir, weißt du, dadurch, dass wir jetzt jede Woche aufnehmen, ne, können wir jedes Mal, wenn wir anfangen, jeden Bienenstock hier einzeln abernten. Für jedes Mal 20 Bienenstöcke, 20 Bienenwaben oder Honig oder whatever, können wir eine Medaille kaufen. Weißt du, wir haben da null Arbeit mit, kriegen jedes Mal umsonst eine Medaille. Was willst du mehr? Oh, Oleander, den habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist auch voll hübsch. Was bist du denn? Blaue Glockenblume, die hatten wir beim letzten Mal schon, ne? Diese Frau redet übrigens auch mit Pflanzen, das ist völlig normal. Ja, voll die schönen Blumen teilweise noch.
Und wie kommt es, dass du sie noch nicht angepflanzt hast? Weil wir kein Geld haben? Das kann unmöglich der Grund dafür sein. Die blaue Glockenblume kostet halt einfach 7k. Ja, das ist momentan nicht möglich. Ich mach das jetzt so. Habe ich zumindest ein bisschen System beim Gießen. Die Folge werden die Erdnüsse noch fertig. Erdnüsse? Okay. Ja. Oh, mir ist gerade voll warm. Dir ist warm? Ja. Ich muss tatsächlich sagen, hier ist es sogar richtig kalt mittlerweile. Ich habe, mittlerweile habe ich wieder 21 Grad hier drin, aber vorhin, bevor wir aufgenommen haben, hatte ich hier tatsächlich nur 19 Grad drin. Ja, ich musste den Rollo runter machen. Bitte? Musst du den Rollo leider runter machen. Also den Rollladen. Ja, ich weiß, was ein Rollo ist. Alles gut, das sagt man hier ja auch. Ich bin mir aber nie so sicher. Na, nicht alles, was ihr sagt, ist zwangsläufig nur in Bayern vorhanden. So. Also ich habe mir tatsächlich heute auch mal seit langer Zeit wieder eine lange Joggingbuchse angezogen. Die habe ich immer an. Nee, letzte Tage, da habe ich eine kurze Hose zu Hause angehabt, als wenn ich noch mit langer Hose rumrenne bei den Temperaturen. Ich habe keine kurze Hose, also ich habe nicht mal die Option. Hä? Eine Frau, die keine kurze Hose hat? Was bist du denn für eine? Eine Frau, die keine kurze Hose hat. Okay. Gerade als Frau hat man doch immer viel mehr Möglichkeiten, was Klamotten angeht, als Mann. Als Mann. Ihr wisst schon. Naja, was Unterwäsche angeht, jetzt schon, weil ihr habt keinen BH. Aber alles andere. Ich rede nicht von Unterwäsche, G. Ich doch auch. Ich rede generell von Klamotten. Guck mal, ihr könnt zum Beispiel auch Kleider tragen. Die könnt ihr auch tragen. Na nicht. Ich gehe jetzt mal vom ganz Normalen aus. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass irgendwelche komischen Zwitterdinger oder Schottenröcke oder sonst irgendwas. Ich gehe vom ganz normalen Klischee-Denken jetzt mal aus. Und da trägt ein Mann... Ich distanziere mich von dieser Aussage. Im Normalfall trägt ein Mann keine Kleider. Natürlich ist das in der Gesellschaft heutzutage anerkannt und alles möglich, gar kein Problem. Aber trotzdem ist es normal, dass eine Frau ein Kleid anhat und nicht ein Mann. Das kann nun wirklich niemand verübeln, diese Aussage. Ich habe ja nicht gesagt, dass es mich stört, wenn ein Mann ein Kleid anhat. Auch wenn ich es bei manchen sehr komisch finde, aber gut. Ich halt mal meine Fresse, weil das kann nur schief gehen. Ja, du, dann sag einfach gar nichts dazu. Nee. Wir brauchen noch zweimal Marmelade. Ich habe da kein Problem mit, kritische Themen anzusprechen. Für uns, für die Community. Jetzt habe ich ihn. Nee, doch nicht. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte irgendwie Unterstützung aus dem Chat dabei, aber. Gut. Bienenimperium. Ah! Okay, ich muss jetzt jedes Mal so irre lachen, wenn ich hier vorbeigehe. Ich verstehe gar nicht, warum. Soll ich das noch ein bisschen größer machen? Nein. Das ist nicht hübsch. Blöp. Ich baue übrigens gerade Wege. Ich auch. Weil dank deinem Bienenimperium haben wir ja bestimmt ruckizucki wieder Diamanten, ne? Ja, beim nächsten Mal. Wehe dir, wenn nicht. Guck,
Schon wieder Errungenschaftsfortschritt. Ja, wo sind die denn jetzt? Im Urlaub. Gran Canaren. Ach da. Mist. Reicht Diamant nicht mehr. Mann, ich wollte das Mietimperium gerade noch vergrößern. Das ist echt nicht hübsch, was du baust. Ich baue jetzt quasi um diesen Weg, den ich hier gebaut habe, schon nochmal außenrum noch eine Schleife. Da baue ich auch nochmal Bienen drumherum. Das wird richtig klasse werden, Chi. Das wird richtig einmalig werden. Und du wirst mir dankbar dafür sein. Wisst ihr, ich habe ein süßes Areal hier. Voll hübsch und so. Ja. Und dann kommt das da. Männer. Ich denke produktiv. Nichts anderes. Wir können ja mal die Leute fragen. Was ist euch persönlich lieber? Das da, was vielleicht ganz schick aussieht, aber überhaupt nicht ertragreich ist? Oder das da, was uns in eine goldene Zukunft führen wird, dafür aber vielleicht nicht ganz so schick aussieht? Aber doch gut. Du weißt, dass du verlieren wirst, ne? Da wäre ich mir nicht so sicher, Chi. Da wäre ich mir nicht so sicher. Oh, doch. Wir müssen aber auch gewährleisten, dass die gleiche Anzahl von Gleichberechtigung und so, ne? Ist ja ganz wichtig, ja? Männer und Frauen gleichermaßen fragen, ne? Also nicht nur deine Community hier, ne? Die dann ihren Senf dazu abgibt, die dann zu dir halten, ne? Also... Das würde meine Community immer zu mir halten. Also, meine tut das in den meisten Fällen. Nicht, meine wollen mich nicht brennen sehen. Deine wollen dich brennen sehen? Mhm. Hey, alle Might! Deswegen drücken sie auch immer Horrorspiele rein. Ich helfe dir mal mit deinen tauben Nüsschen hier. Ha. Okay. Warum haben wir eigentlich immer denselben Trecker? Weil wir immer den neuesten nehmen. Den neuesten? Achso, so heißt es also. Ja. Den neuesten. Nicht den neuesten, den neuesten. Weißt du, vorhin meintest du noch, nicht alles, was ich hier sage, gibt's. Ja, nein, das kann gar nicht sein. Dann kommt er mir so, weißt du? Entschuldigung, das ist ein Versprecher gewesen. Wann habe ich mich denn mal bitte versprochen? Klar. Wann habe ich mich versprochen? Tag, Uhrzeit, ich möchte alles wissen. Kannst du gerne nachher aus der Aufnahme klicken. Nein. Voila. Doch. Nein, nein, ich glaube nicht. Ich glaube schon. Wie weit seid ihr denn jetzt hier, komische Kühe? Ihr habt Fressen, ihr habt alles, was ihr braucht. Ach, gerade in dem Moment, wo ich da bin. Oh, guck mal, geil, jetzt kann ich erstmal hier Angst schöne dir Milchflaschen haben. aus dem Boden ziehen. Toll. Warum buddelt ihr eigentlich eure Milchflaschen in den Boden, liebe Kühe? Versetzt seine Kühe in Angst und Strecken. Eieieiei. Hey, Jersey Crew, aufgestiegen. Warum steigt Rosa Narzisse auf, wenn ich eine Milchflasche aus dem Boden ziehe? Wenn ich gerade die geerntet habe. Okay, wir brauchen... Wie lange braucht ihr jetzt wieder? 1:30. Das wird heute nichts mehr werden. Also brauche ich euch noch nicht weiter Essen zu geben. Das ist ja Hunger leiden. Wie sieht's mit euch aus? Ja, ihr kriegt die nochmal. 6,6K. 10 Minuten noch. Nächste Folge sind die Schweinchen auch fertig. Yay. Zumindest die Hälfte. Oder wie viel habe ich da? Wie viele Schweine? 2, 4, 6. Okay, ich habe 8. Ich habe keine 10, ich habe nur 8 Schweine davon.
Geht leider nicht anders. Was will man machen? Oh, 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 Moment, jetzt muss ich aufpassen. Ich darf nicht einfach Milch verkaufen. Hier ist übrigens Sabuchi. Okay. Wollte ich nur gesagt haben, weil wir können nämlich, wenn wir 20 Milch haben, können wir die hier verkaufen, aber wir können 25 Milch verkaufen für einen Käse. Und Käse ist das, worauf ich ihn spare, weil für Käse kriegen wir nämlich Medaille. Aha. Du bist der Leiter des Verkaufsdings. Nein, das machen wir beide, aber... Misch mich da nicht ein. Wie gesagt haben. Hä? Was denn? Und nächste Folge sind die roten Goshi-Bären fertig. Ja. Nein! Was, nein? Gebaut. Du kennst das doch schon. Oh, wir kriegen wieder Diamanten. Woher kriegen wir überhaupt Diamanten jetzt? Baum? Ach, ist da hier dein komischer Geldbaum oder was? Was ja. Ach so. Nochmal was fertig. Hier ein paar Blümchen. Ja, immer so dieser Kleinmist hier. Mann, Mann, Mann. Wir haben keine Diamanten mehr. Ja, komisch. Was sind sie bei dir schon fertig? Hihihi. Ja, das bietet sich doch jetzt noch an, also von daher. Ja, sind zwischendrin mal welche fertig. Hast du da mal irgendwas gegossen? Was? Was? Wir sind zwischendrin so einzelne fertig. Ich hab jedes Mal immer gegossen. Alle. Gleichermaßen. Das sieht nicht so aus. Also hier sind alle fertig. Ja, hier nicht. Gleichmäßig vor allem. Verwirrend. So. Da sind die Goji-Bären auch fertig. Bzzzt. Jetzt bin ich nur mal verkaufen. Da wieder 4. So. Dann brauchen die jetzt ja eigentlich noch. Hä, warum brauchen die noch 6 Minuten? Die brauchen ja noch ja, voll lange. Sag ich doch. Wieder hier den Boden wieder nicht pflügt. Das mache ich immer erst dann, wenn ich anbaue, Chi. Das weißt du doch. Übrigens, wir müssen die Folge beenden. Weiß ich schon. Nachdem uns die Goshi-Bären so lange brauchen. Halt ja, ich denke mal, bis die fertig sind, haben wir nächste Folge und komm, die kannst du noch ernten. Ja, in diesem Zusammenhang, liebe Freunde, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.